Weiter geht's bei Surviving the Aftermath hier in unserer kleinen Kolonie mit der guten Kate mit dabei. Und zwei Sachen möchte ich euch noch erzählen. Diesen Strahlenschrott, den ihr hier seht, der über die Kometen, Asteroiden, was es jetzt auch immer ist, hier auf die Erde gekommen ist, das ist eine Sache, mit der wir im Moment leben müssen. Das sage ich euch extra deswegen, wir können den abbauen. Ich zeige euch auch gleich wie, aber, und das ist jetzt vor allen Dingen auch die Entscheidung für die heutige Folge, was wir und wie wir hier weitergehen, wir kriegen ihn im Moment nicht weg. So, und ich zeige euch auch warum. Wir haben nämlich im Forschungsbaum hier beim Thema Gesundheit hier hinten die Gefahrenguttechnik und hier gibt es die Umweltstation und die Deponie. Aber für die Umweltstation zum Beispiel brauchen wir auch elektrische Energie. Das heißt, bevor wir die bauen, haben wir jetzt wieder diese Folgen, die wir machen müssen. Muss ich gerade mal gucken, das war glaube ich, war das hier? Oder eventuell hier? Ich glaube bei der Infrastruktur. Hier hinten, Windkraft. Da haben wir dann elektrische Energie. So, also das heißt, wir müssen erstmal Energie produzieren, um dann eine Umweltstation zu bauen, um dann die Sachen dort abzuarbeiten. Also wirklich komplett weit weg. Die Frage ist jetzt, was müssen wir denn noch machen? Und da haben wir jetzt wieder diese Kette von Ereignissen, die wir machen müssen, die ich in so Spielen so liebe. Bevor wir das überhaupt machen müssen, müssen wir erstmal einen Außenposten bauen. Warum? Damit wir hier weiter erkunden können. Ja, wir können jetzt hier rumlaufen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, hier könnte man ein bisschen Schoki uns holen, das können wir mal machen. Aber hier können wir nicht rein. Wir brauchen nämlich, ihr seht es unten, einen Forschungsaußenposten. Damit wir diesen Forschungsaußenposten bekommen, müssen wir wiederum im Technologiebaum noch was anderes erforschen. Und zwar die Außenposten, die wir, das muss ich tatsächlich mal gucken, jetzt habe ich meinen Außenposten verloren, ernsthaft? Entschuldigung bitte, ich muss gerade mal gucken, wo der Außenposten war. Stockbetten, Bildung, war das hier vorne? Ja, genau, hier vorne bei Health war es. So, wir müssen erstmal in diesen Grenzaußenposten, zum Grenzaußenposten gehen. Das heißt, das ist für mich die nächste Technologie, die wir uns holen werden. Damit können wir dann wiederum andere Sachen erforschen. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir es hin, Wissenschaftspunkte zu generieren, um einen Grenzaußenposten freizuschalten, wenn wir keine Wissenschaftspunkte uns holen können ohne einen Grenzaußenposten. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir noch welche kriegen. Ansonsten können wir uns das Erforschen sparen. Durch Ereignisse auf der Karte und andere coole Dinge hoffe ich, dass wir noch welche bekommen. Ansonsten muss man ganz klar sagen, diese Sachen hier, die können wir nicht erforschen im Moment. So, das geht nur mit einem Außenposten in der Karte. Ich hoffe darauf, dass wir irgendwann so eine einfachen Gebäude nochmal kriegen, wo die Forschung, ich nenne sie mal, rumliegt. Ansonsten, diese Gebäude dort können wir nicht nutzen. So, das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Deswegen, also erst Grenzaußenposten, dann kümmern wir uns darum, dass wir Energie bekommen. Und dann müssen wir uns auch noch um viele andere Dinge kümmern. Und irgendwann in ferner Zukunft holen wir uns das Umweltlager. So, dann machen wir weiter. Und man sieht sie nicht so oft auf dieser Seite des Tors. Ja. Mir ist ganz schwindelig. Ach, okay, das ist unser Verstrahlter. Aber wir sollten echt zusehen, dass wir... Also wir müssen auch natürlich mehr Medikamente in Zukunft finden. Wenn uns die ausgehen, dann gerade so Jodtabletten oder sowas, ne? Dann kriegen wir da auch ein Problem. So, Bau fertiggestellt. Zelt. Sehr gut. Vier Kolonisten sind obdachlos. Dann hoffen wir mal, wenn das fertig ist, kriegen wir das hin. Okay, ihr Lieben, wir werden ebenfalls im Lebensmittellager die Arbeitszone hier nochmal verlegen. Und vielen Dank, Thorsten, es geht immer noch. Mit der linken Steuerungstaste könnt ihr das Lager kleiner machen. Und wir werden erstmal explizit nur diesen Beerenstrauch hier abernten. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Und dann kümmern wir uns um das Holz. Ich möchte gerne das Holzlager, dass die Arbeitszone tatsächlich einmal dahin verlegt wird. Und auch er hier, der Förster, kriegt seine Arbeitszone dann hier. Dass wir wirklich diesen Bereich, den wir momentan überhaupt nicht nutzen können, dass wir den wirklich hier machen. Also wir können das nicht nutzen, weil die Verstrahlung hier ist. Ich hoffe mal, dass wir da trotzdem vernünftig Produkte rausbekommen. So. Dann werden wir auch die Arbeitszone vom Holzlager einmal hier unten hinlegen. Das ist mir einfach zu weit weg. Und dann machen wir das Holz erstmal wirklich hier in diesem Bereich. Okay. Gut. Ja, gegen die Strahlung können wir jetzt ansonsten nicht mehr machen. Da müssen sie jetzt einfach durch.
und wir gucken mit unseren Leuten hier weiter. Ich würde tatsächlich, bevor wir uns Schokoriegel oder irgendwas holen, erstmal weiter hier erkunden, denn wir brauchen ganz dringend Forschung. Das würde ich tatsächlich jetzt auch bei ihm machen. Er hat schon 3 von 19. Mission abbrechen. Ja, und wir erkunden den Bereich hier. Wir müssen jetzt einfach zusehen. Und du gehst bitte in der nächsten Runde da unten hin. Ja, es ist klar, du hast noch keine Punkte. So, wir müssen einfach jetzt Forschungspunkte finden. Irgendwo auf der Karte müssen wir Forschungspunkte finden, ohne dass wir dort in ein Gebäude reinkommen. Ansonsten haben wir langsam echt ein Problem. Das muss man halt ganz klar sagen. So, 2 Bauvorhaben. Kolonie Max ist noch obdachlos. Dann ziehen wir ihm oder bauen wir ihm da noch ein Zelt, bitte. Einmal dort. Und dann können wir da auch gleich eine Straße hinsetzen, bitte. Einmal darum. Die Straße bauen wir bis dahin und einmal da. So. Und dann können wir hier noch ein paar Zelte hinbauen, sobald diese Beeren abgeschlossen sind. Und dann haben wir hier wirklich einen extrem gut beheizten Bereich und können auch dort noch ein bisschen weitermachen. So, jetzt haben wir wieder einen Punkt bekommen. Das heißt, wir gehen mit Valerie tatsächlich einmal dahin und erkunden den Bereich. Denn da unten ist irgendwas. Ich habe die Hoffnung, dass wir dort noch mehr Forschung bekommen. So, du gehst da oben hin. Passt. Ich möchte übrigens ihn nicht wegschicken, denn wir brauchen auf jeden Fall noch einen, der hier ist und unsere Kolonie verteidigt. Deswegen, der bleibt hier. Der hat zwar auch 8 Aktionspunkte, Forschung ist er relativ schnell, aber ganz ehrlich, im Moment können wir mit Forschung nichts anfangen, weil wir keine Möglichkeiten haben, irgendwas zu finden in Richtung Forschung. Also da mache ich mir im Moment auch keine Sorgen. Also das passt. Okay, gut. Und jetzt ist die Nacht angebrochen. Und 4 Kolonisten sind immer noch verstrahlt. Wir können ja mal reingucken. Ja, ihr seht's, medizinisches Zelt, Medikamente, Jodtabletten, Antibiotika bei der Infektion. Um die Infektion zu reduzieren, baue Latrinen und Saunen. Saunas kannst du freischalten. Ist genau das, was ich euch gesagt hatte. Also wir können einfach im Moment nicht mehr machen. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Moment, hier ist einer unglücklich. Wer war das? Da müssen wir hingucken. Das ist Luna. Sie braucht Unterhaltungsgebäude. Schlechte Unterkunft, auf dem Boden geschlafen. Also ich finde es immer noch faszinierend, dass in diesem Spiel die Unterkunft zu einem Negativ-Perk wird und zusätzlich sie noch auf dem Boden schläft. Also, okay. Ist doch eigentlich nur der gute Max obdachlos, ne? Was ist denn zum Beispiel mit Valerie? Schlechte Unterkunft? Auf dem Boden geschlafen bei Max? Ja, das ist er. Ihm will keiner an seinem Zelt haben. Er ist super glücklich. Und sie hat das... Ich finde das unheimlich spannend. Also, entschuldige bitte, du kannst... Ja, es tut mir leid. Du kannst deiner Arbeit nachgehen. Wir wollen dich nicht auf die Weltkarte schicken. Nein, nein, alles gut. Geh mal weiter. Passt schon. Okay. Eine Bestie schleicht ums Tor. A massive horned beast has been seen stalking near the gate. Eine riesige gehörnte Bestie schleicht vor dem Tor herum. Sie hat offensichtlich Hunger und lauert unvorsichtigen Kolonisten auf, um sie zu verspeisen. Die einfache Lösung wäre, sie zu erlegen, doch auch eine Falle bietet sich an. Jagt es. Wir wollen das Hunger haben. Die Kolonisten entscheiden sich dazu, die Bestie zu erlegen. Einige Schützen klettern mit ihren einfachen Jagdbögen auf das Tor. Ein Pfeil trifft die Bestie am Torso. Sie lässt sich jedoch nicht zu Boden gehen. Das Tier heult wütend auf und rammt sein Geweih in das Tor. Die Kolonisten schießen einen Pfeil nach dem anderen ab und das Biest endlich zusammensackt. Das Fleisch ist größtenteils durch Pfeilspitzen ruiniert, aber wir bekommen immer noch 12 Stück. Sehr gut. Wunderbar. So, dann bauen wir mal bitte das hier als nächstes. Und dann gucken wir mal, ob die Gebäude hinten fertig sind. Jawohl. Den haben wir auch. Arbeitszone verlegen. Jetzt muss ich mal gucken. Wir waren, glaube ich, bis hier gekommen. Ob das ungefähr passt. Ja, passt super. Perfekt. Sehr gut. Wunderbar. So, er ist der Feinsteller da hinten.
Und das passt auch. Warum räumt niemand diesen Giftmüll weg? Ja, weil es nicht geht, du Nase. Weil du kannst das ja gerne wegschleppen und irgendwo anders hinschmeißen. Aber wir brauchen erstmal entsprechende Sachen dafür. Gibt's doch nicht. Meckert der mit uns, ey, weil wir den Giftmüll nicht wegräumen können. Unglaublich. Gut. Wie sieht's hier aus? Haben wir da weiter etwas erkundet? Nein. Oh, okay. Ah, da brauchen wir auch wieder einen Forschungsaußenposten. Ich bin echt gespannt, ob wir da irgendwann mal hin was hinkriegen. Gut, das bringt uns also auch nichts. Gehen wir mal da unten hin. In der nächsten Runde. Wir brauchen unbedingt Forschung, Leute. Wir brauchen Forschung. Okay. Weiter geht's. Wir haben hier 65 Nahrung. Das sieht erstmal gut aus. Und wie sieht's mit dem Essen aus, das wir hier produzieren? Ja, so mehr oder weniger gut. Okay. Wir haben 5 Leute übrig. Da würde ich tatsächlich im Moment erstmal nicht weitergehen. Spezialisten sind einsatzbereit. Einmal erkunden. Und er hat erkundet. Er ist dabei, ne? Okay. Gut. Dann machen wir mal weiter. Und ich fühle mich endlich wieder lebendig. Oh, Max, das freut mich ungemein, dass du wieder lebendig bist. Wir können noch mal gucken, wie das bei der Nahrung aussieht. Ein Spähturm. Ah, okay. Ja, diese einfachen Türme kundschaften den Nebel aus. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, ne? Wir bauen den mal dahin. Was ist jetzt los? Die ersten Anzeichen einer Pandemie sind aufgetreten. Zuerst ist es nur ein Husten, aber dann beginnt das Fieber. Die Leute werden reihenweise außer Gefecht gesetzt und das tägliche Leben in der Kolonie stoppt. Jetzt ist nur die Frage, wie schnell du reagierst. Mehrere medizinische Einrichtungen können die Seuche beinahe vollständig vernichten, aber unbehandelt wird sie sich in Windeseile verbreiten. Pandemien treten in Wellen auf, und die Kolonisten infizieren. Unbehandelte Kolonisten werden früher oder später sterben. Die Krankheit entzieht dem Körper Flüssigkeit, wodurch der Wasserverbrauch der Kolonie steigt. Errichte genügend medizinische Einrichtungen, um die Betroffenen zu versorgen. Okay, gut, dann entscheide ich mich spontan, um den Nebel des Kriegs hier nicht zu verändern. Dann bauen wir tatsächlich weitere medizinische Einrichtungen und Tage bis zur Eintritt der Katastrophe 1. Okay, also, wir bauen erstmal ein weiteres medizinisches Zelt. Wir könnten auch eine Grabgrube bauen. Na, wir hoffen mal, dass wir die nicht brauchen. Also, ein Zelt bitte. Einmal dahin. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, das wird auch bitte priorisiert. Können wir also auch direkt bauen. Dann hatten wir gesehen, wir brauchen mehr Wasser, weil sich der Wasserverbrauch erhöht. Und wir haben aktuell 200 gespeichert. Ich würde trotzdem nochmal einen Wasserbrunnen bauen. Das ist die Frage, wo? Wir könnten ihn hier oben hinsetzen. In die Richtung. Haben wir da irgendwo verschmutzt? Na toll. Ah, das ist ja ärgerlich. Da oben ist auch noch Verschmutzung. Wo haben wir die Verschmutzung? Da, ne? Könnten es hier hinsetzen, aber ich weiß nicht, ob er dann eventuell dreckiges Wasser raussaugt aus dem Boden. Ja gut, macht er ja auch nicht, ne? Er ist bei einer Verschmutzung von 0. Das heißt, daneben zu setzen ist okay. Dann setzen wir die. Wir gucken, ob wir das wirklich hier hinsetzen. Das ist jetzt so den einzigen Punkt, den ich noch habe. In der Ecke. Ja, wir machen das. Wir setzen den Wasserbrunnen bitte einmal nach da. Okay. Gut, dann hoffe ich mal, dass wir das hier hinkriegen und dass wir das schnellstens fertig gebaut haben. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Tja, jetzt können wir nur noch warten. Lagerstätte ist aufgebraucht. Ist ja schon alles hier weggemümmelt? Nee, 2 hat er noch. Okay. Ja, dann können wir ein bisschen schneller machen. Dann hoffen wir mal, dass wir das hier hinkriegen. Das Plastik ist hier auch noch. Ich würde tatsächlich auch die Recycler
einmal umstellen, dass wir tatsächlich erst dieses Plastik hier uns holen. Einmal den Bereich hier. So, baue nicht ausreichend für einen Wasserbrunnen, ist kein Problem. Wir bauen erstmal das medizinische Zelt. Das ist mir tatsächlich wichtiger, dass wir genügend Leute haben. So, das haben wir. Wunderbar. Da haben wir auch entsprechend jetzt Leute drin. Der Brunnen hier oben ist im Bau. Dann können wir mal gucken. Gleich ist er fertig. Und ich hoffe, dass wir hier, echt in der nächsten Runde mal ein bisschen was zum Erforschen finden. So, die Pandemie kommt. Sie ist da. Da bin ich jetzt echt gespannt, wie die Pandemie unsere Kolonie treffen wird. Ob es sehr hart wird oder nicht. Spezialisten einsatzbereit? Jawohl, sehr gut. Dann gucken wir mal. Mission complete. Oh Gott, was ist das denn? Ein Aufreißer? Ah, sehr schön, da können wir hin. Das ist ein normales System. Biomfeuchtgebiet, jetzt gehen wir mal. Wir könnten das schaffen, ne? Mit unserem Kumpel zusammen. Wir machen das nicht. Wir gehen dahin und erforschen ihn hier. Da können wir nämlich einfach so erforschen. Gott sei Dank. Sehr schön. Das ist super. Und den Sektor will ich mir trotzdem sichern. Und da sollten wir denn echt mal eine Truppe zusammenstellen und da mal hingehen. Er ist auch fertig. Ah, sehr schön. Er kann da auch hingehen. Und dann werden wir uns jetzt wirklich erstmal um die Forschung kümmern. Ah, sehr gut. Puh, jetzt fällt mir tatsächlich... Oh. Jetzt haben wir tatsächlich einen Stein vom Herzen, dass wir uns hier um die Forschung gekümmert haben. Sehr gut. Jetzt geht das ein bisschen höher und dann sollten wir tatsächlich, insofern wir es nicht brauchen, uns erst wirklich um den Außenposten kümmern. Ich denke, mit der Landwirtschaft sollte es passen. Wir könnten dann in Richtung des Kochhaus gehen. Ja. Aber ich denke, wir machen wirklich erst, den Grenzaußenposten, dass wir dort auch stabil unser Forschungseinkommen sichern, denn ansonsten können wir eh nicht weitermachen. Elektrische Heizgeräte produziert Wärme, das machen wir alles danach. Also ich würde sagen, vom Plan her, wir entwickeln den Grenzaußenposten und dann würde ich tatsächlich auch schon hier weitermachen und nämlich geleitete Wärme bekommen, dass wir dort in diese Richtung die Gebäude upgraden können und danach würde ich gerne in Richtung des Essens gehen. Mal gucken, ob der Plan so passt. Okay. Gut, dann können wir ein bisschen schneller machen. Und wir sind jetzt bei unseren Gebäuden. Ich warte mit Schrecken auf die Pandemie. Wir können gucken, dass wir hier vielleicht noch ein Gebäude hinbauen. Aber ich habe so die Befürchtung, dass das nicht passt. Nee. So, eine Gruppe Überlebende ist am Tor angekommen. Bauwasser gestellt, ein Wasserbrunnen. Sehr gut. Was ist hier los? Er hat nichts zu essen. Produktion 4, Verbrauch 36. Was? Da müssen wir gleich mal gucken. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal die hier an. Die haben Medikamente und Beeren dabei. Es sind 3 Erwachsene, 4 Kinder und 4 Senioren. Das ist interessant. In dem Spiel sind Senioren als Träger noch eingesetzt. Ich meine, die könnten uns halt mit den Medikamenten aushelfen, ne? Das wäre halt schon cool. Aber das sind auch wieder eine ganze Menge Leute, die wir versorgen müssen. Ah. Schwierig. Ich würde sagen, wir nehmen sie. Ja. Ja, wir nehmen die. So machen wir das. Wir nehmen sie auf. Wir nehmen sie auf. Ernsthaft? Jetzt kommen sie und jetzt sind... Na toll. Wir sind jetzt eine Kleinstadt. Muhammad, ich hoffe, ihr seid weg. So, 6 Kolonisten infiziert. Okay, das heißt, die Pandemie sind die Kolonisten. Das ist ja nervig. Na gut. Dann bauen wir mal weitere Häuser. Wie sieht es mit der Verseuchung aus? Ja, also in die Richtung sollten wir nicht weiter bauen. Wie sieht es mit dem Heizen aus? Also da können wir auch bauen. Okay. Dann bauen wir bitte mal ein Zelt. Einmal dahin.
dahin und dahin. Okay, so. Dann kriegen wir, das kriegen wir hin. Jetzt müssen wir uns ums noch mehr ums Wasser kümmern. Jetzt sind wir bei minus 3 schon wieder. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Also, sie haben Essen mitgebracht. So, jetzt gucken wir erstmal in die Statistiken, was das Essen angeht, damit wir hier auch sicher sind, dass wir bisher genug produziert haben. Das wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn wir das nicht gemacht haben. Ah, der Verbrauch liegt minimal hier, liegt da drüber, da auch. Da liegt er aber wieder etwas, da liegt er im guten Bereich. Na gut, er wird jetzt noch steigen. Also wir müssen unbedingt beim Essen nachlegen. Ich denke, wir werden noch ein paar Felder bauen. Wir haben jetzt ja genug Leute mit 11. Wir werden noch ein paar Felder errichten. Ein kleines Feld. Einmal da. Wir machen hier mal 4 Felder und werden dich bitte... Okay, die müssen sie erst bauen, alles klar. Gut, so. Die werden wir bestellen und dann dort Sachen anpflanzen, damit wir auch genügend Essen haben. Dann brauchen wir Wasser. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier noch eine Pumpe hinquetschen kann. Wir könnten sie hier unten reinsetzen. Das würde gehen. Ich meine, wir können ja hier eh nichts bauen. Es ist die Frage, ob das passen würde, wenn wir hier eine Pumpe hinbauen, ob wir dann da noch was hinkriegen. Wir gucken mal, ob das passt. Wie breit sind denn die Häuser? Die gehen bis da. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 2 Plätze frei. Das würde passen. Das heißt, wir könnten hier tatsächlich noch einen Wasserbrunnen hinsetzen. Na, oder auch da. Aber das müsste trotzdem gehen. Wir gucken mal, ob das da vorne noch funktioniert. Na, da geht's nicht. Da haben wir zu wenig. Egal, da müssen wir auf das eine Zelt verzichten. Zugunsten unseres Wasserbrunns. Dann bauen wir es dahin. Alles klar. Sehr gut. Perfekt. Weiter geht's. Ich denke, den Wasserbrunnen da zu bauen, das ist eine gute Idee. So. Es fehlen Ressourcen. Kolonisten sind mutiert. Sie sind obdachlos. Eine Pandemie breitet sich aus. Ja, das haben wir schon gesehen. Das ist natürlich echt doof jetzt, dass das gerade von den Neuen kommt. Da hätte ich die bloß nicht reingelassen. Das gibt's auch wohl nicht. Bau fertiggestellt. Kleines Feld. Wunderbar. Das müssen wir einmal bestellen, bitte. Wir werden hier einmal Mais und einmal Kartoffeln. So, wir pflanzen mal beides an. Dann sind wir hier auf der sicheren Seite. Hier sind jeweils eine Person drin. Passt. Und jetzt gehen wir bitte einmal zurück zur Weltkarte. Und erforscht auch noch nicht. Einmal dahin. Sehr gut. So, 125. Können wir damit jetzt schon was machen? Ich würde ja gerne in die Richtung. Jawohl. Einmal den Wächter bitte. Sehr gut. Und erforschen. Dann können wir einen Wachposten bauen. Und mit dem Wachposten schützen wir deine Kolonie vor Feinden und enthüllen die Umgebung. Das ist sehr gut. Okay, perfekt. So, weiter geht's. Wassermangel. Minus 20? Heidewitzka. Das ist... Boah. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Minus 20. Puh. 6 Kolonisten sind mutiert. Alter, das sieht aber fies aus, ne? Boah. Gott sei Dank komme ich nicht näher ran. Wahnsinn. Hier, Kolonisten sind infiziert. Wir haben, also jetzt geht's aber rund hier, ne? Wir haben Infizierte, wir haben hier alles. Bloß keine Gesunden. Oh, Wahnsinn. Und wie es weitergeht, ihr Lieben, das seht ihr in der nächsten Folge. Also ich bin ja echt gespannt, wie es weitergeht. Wir sind hier mit einem, was auch immer für eine Viren das sind, infiziert oder mit Seuchen. Hammer. Ihr Lieben, macht's gut. Bis morgen. Ciao, ciao, euer Strategienerd.